Ein starkes Erdbeben erschütterte die Stadt Malatya in der Türkei und verbreitete Panik unter den örtlichen Bewohnern. Die Behörden begannen angesichts des Ausmaßes der Katastrophe sofort mit der Koordinierung von Maßnahmen, um die Schäden zu bewerten und die notwendige Hilfe für die betroffene Bevölkerung zu leisten. Die Magnitude des seismischen Ereignisses wurde zunächst auf 7 Punkte geschätzt, was die Schwere des Einschlags anzeigt. Das Epizentrum des Bebens befand sich in der Nähe der Stadt, was zu erheblichen Zerstörungen von Gebäuden und Infrastrukturen in der gesamten Region führte. Rettungsteams und medizinische Dienste wurden sofort mobilisiert, um auf die Notlage zu reagieren und den Opfern Hilfe zu leisten, Verletzungen zu behandeln und die notwendige Unterstützung zu bieten. Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Situation riefen die örtlichen Behörden den Ausnahmezustand aus und leiteten umfassende Such- und Rettungsoperationen ein. Darüber hinaus erklärten internationale Organisationen und Nachbarländer ihre Bereitschaft, Hilfe und Unterstützung für die betroffene Region anzubieten, wobei die Solidarität in solchen kritischen Momenten betont wurde. Die Rettungsdienste setzten ihre Arbeit unermüdlich fort, um den Opfern zu helfen und sich auf die Suche nach möglichen Überlebenden unter den Trümmern zu konzentrieren. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen werden koordinierte Anstrengungen unternommen, um die Folgen des Erdbebens zu mildern und die Normalität so weit wie möglich wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang appellieren die Behörden an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und den Sicherheitsanweisungen zu folgen. Es wird erwartet, dass die lokale Gemeinschaft mit Unterstützung der Behörden und internationaler Zusammenarbeit diese Herausforderungen bewältigt und sich allmählich von dieser Naturkatastrophe erholt.